willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch und das ist die Folge 2. Ihr wisst, hier gibt es wieder die Highlights der Woche. Von Mittwoch bis Mittwoch wird gesammelt. Was ist passiert? Was ist krass? Wer hat was und wie und wo? Das erfahrt ihr alles hier bei Raid am Mittwoch. Eigentlich wollte ich ja so eine Liste und so eine Übersicht machen, wie viele Raids ich in der einen Woche gemacht habe, immer was für Raids hin und her, aber letzte Zeit ist es so mau geworden, da gab es manchmal wirklich gar nichts zu tun und wenn, dann gab es immer nur Giratina, 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 das war dann auch schon langweilig. Aber na gut, wenn mal wirklich was Besonderes ist, dann erfahrt ihr es ja trotzdem hier in den Screens, die ich euch jetzt präsentieren werde. Also fangen wir an. Ganz am Anfang natürlich ein Bild, was ich gepostet hatte. Spieletrend hat ein Video hochgeladen. Was ist da jetzt Besonderes dabei? Eigentlich nichts. Aber die ganze Sache mit dem Hintergrund, dass ich ein Video gemacht habe über die neuen Belohnungssysteme, habe das hochgeladen und dann so ungefähr 2 Stunden später lädt Spieletrend ein Video auch dazu hoch und ich aus Spaß gemeint habe, war klar, kaum mache ich ein Video über die neuen Belohnungen, macht mir Spieletrend alles nach, hatte denn keine eigenen Ideen. Das war so witzig in dem Moment einfach nur, weil bis jetzt bin ich immer als Letztes gekommen, da habe ich es mal zuerst geschafft, über was zu berichten und dann kommt Spieletrend, macht das nach. Natürlich nur Spaß, aber war eine lustige Situation. Xtreme hat dann seinen 98er Kripuk bekommen. Das ist auch das höchste, was ich bis jetzt so gesehen habe. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch aber auch einen 100er bekommen aus der Spezialforschung. Dann schreibt es mal rein. Wenn nicht, ist es immer noch das Beste, was ich jetzt kenne. 98%, leider nur 14 Angriff. Aber gut, damit macht man ja eh nichts. Und wenn ihr da mal den Sound anhabt und da drauf drückt, das Teil ist so nervig, sage ich euch. Also deswegen spielen die meisten wahrscheinlich ohne Sound, weil manche Pokémon kann man sich nicht geben. Dann ein Gruß geht raus natürlich an Thorsten, dem ich gerne natürlich einfach mal helfe, unter die Arme greife und der aus Dank jetzt mir eine Shiny Slimer gegeben hat, was ich leider nicht bekommen habe damals bei den Events. Er mir jetzt einfach mal eins rübergetauscht hat, obwohl es sein einziges war, was er hatte. Richtig coole Aktion davon, Ehrenmann natürlich, danke dafür. Ich habe ein 96er Zirpurze gebrütet mit 15 Angriff. Wow, bestes Pokémon ever. Eigentlich nicht. Wollte ich trotzdem mal mit reinnehmen. Ist jetzt mein höchstes, von den IV her zumindest. Das hat auch einen coolen Sound. Macht da auch mal den Ton an. Drückt mal auf das Pokémon. Hört euch mal an, wie das klingt. Das finde ich richtig genial. Nicht so wie bei Griphook. Das hat wenigstens was. Dann Grüße gehen raus an Lukas. Denn der hat endlich einen Shiny Kramurks bekommen. Wo ich ja eigentlich immer dachte, die gab es wirklich nur am 1. April damals, aber nein, die sitzen immer noch rum, hat er sich eins gegönnt. Dann war natürlich die Halloween-Zeit, die ganze letzte Zeit, Fahrlaub hat er ein cooles Bild geschickt natürlich, Happy Halloween gewünscht und das sieht richtig genial aus. Der Kürbis, alleine die Karte davor und auch das ganze Feeling, was das Foto verbreitet, das sieht richtig genial aus als Fotograf, den würde ich sofort einstellen hin und her. Coole Sache auf jeden Fall, hat mir gefallen. Gab es weiter die Halloween-Pokémon natürlich, Terrorzicke hat da ein Drifloon Shiny bekommen, Linke Networks wieder mal, der reißt den Hund wieder rum, der macht hier ein Lavitar mit 100% gebrütet aus dem Ei und ich habe immer noch kein 100% Despotar und nichts und der Linke, dem werden die Dinger hinterhergeworfen, also bei Prozenten und IV hat er immer richtig Glück, auch bei Luckys natürlich. Der Ismo zeigte uns, dass sein Impergator abgehauen ist, beziehungsweise es versucht. Obwohl das eigentlich immer in der Mitte sitzt, bei ihm hängt es einfach nur halb aus dem Bildschirm raus. Fand ich auch lustig. Grüße gehen raus an Brain und Ditch. Denn die haben auch mal einen Giratina Raid im Trio probiert, hier mit ihren 3 Accounts. 2 Level 40er, 1 Level 34er. Haben das auch geschafft. 33 Sekunden Restzeit. Also Grüße gehen auch raus. Mitzenmann hat auch ein Shiny Drifloon gefangen. Und der Lukas hat noch was gepostet, einfach wieder irgendein Fehler, irgendein Bug, irgendwas sah richtig behindert aus. Und da gab es auch eine kleine Geschichte dazu, was den nächsten Screenshot erklärt. Was will mir Niantic damit sagen? Genau das ist der passiert. Denn als ich letztens über die Straße gelaufen bin, gab es einen kleinen Unfall. Da sind einfach 2 Autos zusammengefahren.
aus dem Stand heraus bei dem anderen Vordermann draufgerauscht. Das konnte ich mir nicht erklären. Und dann haben die das in der Gruppe das so hingedreht. Genau das ist der passiert, dass sie gerade die App auf hatte, diese Meldung gesehen hat und so erschrocken war, dass sie die Kontrolle verloren hat. Also eigentlich macht man darüber keine Witze, ist nicht lustig, aber es ist nichts passiert. Ich hoffe, der Dame geht es trotzdem gut. Aber in diesem Zusammenhang einfach so geschrieben, war das irgendwie trotzdem witzig, ein bisschen schwarzer Humor, kann ja mal sein. Dann gab es die ersten Belohnungen aus der Abenteuersink. Linke hat dann natürlich auch wieder richtig abgeräumt, 37 Items erhalten, 5000 Sternenstaub. Das wurde ja leider dann alles runtergeschraubt. Es gibt leider nicht mehr so viel, was ich schade finde, denn Sternenstaub ist immer Mangelware und hätte sich gelohnt. Der Andreas hat ein 96-prozentiges, wie heißt das jetzt, Ninja-Tom bekommen. Ist auch gut, leider nur 13 Angriff. Wer da ein besseres hat, kann es auch mal unten reinschreiben, aber ist, glaube ich, auch das Beste, was ich jetzt gesehen habe. Dann habe ich ein Pichu gebrütet, auch 96%, leider auch nur 13 Angriff. Wollte ich auch mal mit reinnehmen. Die haben dann alle geprotzt natürlich mit ihren Belohnungen, wie da die Bälle reingeflogen sind. Der ganze Bildschirm war zugemüllt und ich habe mich jeden Tag beschwert, dass ich keinen Abholbutton habe und dass ich nichts machen konnte, weil ich einmal nicht drauf gedrückt habe. Ob das jetzt alles verschwunden war oder es dann automatisch gespeichert hat, weiß ich leider nicht. Da ich das ja am nächsten Tag erst abholen wollte für ein Video und dann gab es keinen Button mehr, weil dann alles zurückgesetzt war. Dann natürlich Pinsir, was überall erschienen ist, und Bob war der Erste, den ich jetzt gesehen habe auf dem Weg zum Gengar-Tag, der ein Shiny Pinsir bekommen hat, hat es dann auch gleich in eine Arena reingesetzt. Dann kam Boss Gigi, hat auch eins bekommen, der Bockwurst-King hat eins bekommen, das ging dann richtig ab. Das erste Shiny Gengar, was ich dann bekommen habe aus dem Raid, beim Raid-Tag, habe ich dann auch gepostet, war dabei. Am Ende sind es also 5 Stück geworden, wie man hier sieht. Wie viele Shiny Gengar habt ihr bekommen? Könnt es auch nochmal in die Kommentare natürlich schreiben, wie eure Quote da war. Dann das Highlight des Tages war natürlich die Liane. Die hat ein 100% Shiny Gengar bekommen auf Level 20, wie man sieht. Da denkt man, da muss man wirklich so Glück haben. Das war natürlich auch im Gengar-Video mit dabei. Aber wie ihr hier seht im nächsten Screen, das kostet was, Max, hat nämlich die Binky Lotta 1496 genau dasselbe, auch ein Shiny Gengar für ihren Kollegen gefangen, also 2 Shiny Gengar auf 100% an einem Tag. Das ist wirklich krass, das müsst ihr euch geben. Die Linsira hat noch ein 100% Mushas gebrütet. Grüße gehen da auch raus, sehr cool. Typisch Andy natürlich, hat auch ein Pinsir bekommen. Die Quests sind ja gut. Ich weiß, ob er das jetzt aus einer Quest bekommen hat als Belohnung von den WP. Müsste man mal schauen, ob das Level 15 ist. Aber er natürlich auch eins bekommen. Der Furzbob hat ein 100% Gengar bekommen aus dem Raid. Dann geht es weiter. 2003, das zweite Pinsir angeklickt, Shiny. Beim Ich, also die Shinies gingen wahrscheinlich wirklich gut ab. Beim Gengar-Tag bin ich dann auch endlich aufgestiegen mit meinem Iva Soft Account auf Level 39 und mit dem Iva Mild Account auf Level 40, wo ich mit dem Iva Scharf natürlich schon länger Level 40 bin und jetzt glaube ich schon 4-mal Level 40 erreicht habe. Auf jeden Fall wird es langsam, die Accounts wachsen und gedeihen, und ich habe auch am Gengar-Tag ein 100% Gengar bekommen, wie ihr hier sehen könnt, ein neues Huni dabei. Der Lukas hat dann gleich mal seinen Shiny Pinsir getauscht, hat ein 91%iges Lucky Shiny Pinsir bekommen, ist auch eine Wucht, ist auch selten, muss man erstmal nachmachen. 9% Akku sehe ich gerade oben, hatte ich zu der Zeit. Der Martin hat ein Shiny Pinsir bekommen, dann wirklich ein cooles Bild, wo jedes Mal, wenn sowas gepostet wird, ich immer verlinkt werde oder drauf angesprochen, hier, das ist der Ramon oder das ist Ramon in ein paar Jahren oder keine Ahnung, aber mal ehrlich, wie will man so noch spielen? Das Besondere natürlich auf den Fotos, wenn ihr da mal schaut, dass auf den Handys im Prinzip immer 2 Accounts eingeloggt sind, 2 Accounts gleichzeitig gespielt werden. Und da gibt es ja so besondere Apps, hat Xtreme mich auch nochmal aufgeklärt, dass ihr das wirklich so machen könnt, dass ihr also 2 Accounts gleichzeitig auf eurem Handy haben könnt, spielen könnt, was natürlich das ständige Ummelden und hin und her oder bei Raids das alles vereinfachen würde. Ja, bei mir hat das nicht so funktioniert. Ich laufe lieber dann mit 100 Handys rum, so wie der Mann. Aber muss ja jeder selber wissen. Und
zweiter Account soll man ja eh nicht haben, ist ja eh scheiße, hin und her. Aber das Bild fand ich cool, wollte ich deshalb mit reinnehmen. Mit der Einführung von Gengar ist natürlich auch Shiny Nebulak dazugekommen, wie man hier sieht. Finde ich auch, sieht eigentlich ganz cool aus mit dieser lilanen Note, die es da mit sich bringt. Also für alle, die es noch nicht wussten, Shiny Gengar ist also auch ab sofort im Spiel. Könnt ihr euch auch gönnen. Die Linzierer hat ein Shiny Makuhita bekommen, weil bei uns ein, also beziehungsweise ihr zweiter Account oder so, oder für ihren Bruder, weiß ich jetzt nicht genau, aber der Park unten ist nämlich die ganze Zeit jetzt schon ein Makuhita-Nest. Wie ihr wisst, das gibt es auch als Shiny. Da kann man ja auch mal rumgehen, rumfarmen und vielleicht kriegt man da ja auch noch was hinterhergeschmissen. Die Disney Channy, jetzt habe ich noch ihren auf alten Namen hier drin, hat nämlich auch ein Shiny Hariyama, was natürlich aus dem Makuhita kommt. Könnt ihr auch entwickeln. Xtreme, der hat auch wieder mal Glück gehabt. Der hat ein 100%iges Shinox. Aber nicht aus dem Raid, sondern das hat er getauscht und ohne Lucky zu werden ist es trotzdem ein 100er geworden. Also auch coole Sache. Nehmt jedes Shinox mit, tauscht das, wenn ihr auf 100er Jagd seid. Solche Teile kann man sich immer mal so ranzüchten, durchtauschen vielleicht, wenn man Glück hat. Dann habe ich meine Käferquest abgeschlossen, ein Ninkada bekommen, habe es gleich weiterentwickelt und mir ein Hummelmon gebastelt. Ihr wisst, der dicke Bruder von Bibor. Sieht auch lustig aus natürlich. Mikfu, der konnte am Gengar-Tag leider nicht spielen oder hat keins bekommen, ich weiß jetzt gerade nicht. Aber dem habe ich auf jeden Fall einen Shiny Gengar rübergetauscht und das ist glücklich geworden, wie ihr seht. Dafür habe ich von ihm einen Sansenia bekommen. Dafür gab es den Brocken, also gutes Level, das hat mir auch gefehlt noch als Lucky Pokémon. Habe ich jetzt auch drinnen, das Sansenia. Dann nochmal ein lustiges Bild zu Pinsir, was auch gut gepasst hat. Einfach eine Kartoffel als Pinsir gebastelt. Finde ich witzig, wollte ich mit reinnehmen. Ein Bild, was ich auch süß fand, mit Shiny Plusle, Shiny Minun. Oder ist das eine normal? Ne, ich glaube, das Shiny hatte dunkelrote Ohren. Und ein Pichu, die wollen alle natürlich mal groß werden. Fand ich cool, wenn ihr solche Bilder habt oder seht, könnt ihr mir die natürlich auch zeigen. Würde ich dann hier auch mit reinnehmen. Der erste Schneewurf dieses Jahr, das sieht richtig genial aus, darauf freue ich mich natürlich, weil ich das immer cool fand, wenn im Spiel im Fangbildschirm Schnee liegt, es schneit und es einfach so ein ganz anderes Feeling hat als dieses regnerische oder grüne oder sonst was. Gut, lieber grün als Regen, aber am coolsten ist immer noch Schnee bei Nacht, da fühlt man sich einfach richtig wohl, da kommen die Weihnachtsstimmung hoch und alles, rennt also mit einer Flasche Glühwein durch die Gegend und spielt Pokémon, wenn ihr das seht. Dann Sandra hat ein Shiny Bisasam bekommen, auf einem richtig guten Level, wie man sieht, guter Start in die Woche. Ziemlich zu Beginn der Woche war das also, App auf, Pokémon angeklickt, Shiny, bam, fertig. Dann der Robin hat was gepostet, was ich auch cool finde, das Mädchen, das du magst. Ihr Vater, ihr Bruder, ihr Ex-Freund, der Typ, den sie mag und am Ende du, weil du bist einfach nur das Carpador. Also, richtig geniales Bild auf jeden Fall. Der Tobi hat noch einen 98er Feuerriegel gebrütet und da ist er natürlich schon gewappnet für den Community Day, der jetzt bald kommt, dass er da gleich was Fettes entwickeln kann. Ach, gebrütet natürlich, das ist Level 34, das brütet man nicht. Hat was richtig Krasses gefangen mit so einem hohen Level, also das könnt ihr sofort entwickeln natürlich. Vorausgesetzt, er hat die Bonbons am Community Day, wird er die aber kriegen. Ich fuchtel hier rum. Dann, was eine Zeit lang so drin war, was auch ein paar Leute gepostet haben, wenn man irgendwie an der Arena gedreht hat, hat man gleich 10 Millionen Geschenke bekommen. Das war wahrscheinlich ein Bug, keine Ahnung, sah aber auf jeden Fall lustig aus. Und ich finde ja schon immer, dass 10 Geschenke in der Box eigentlich viel zu wenig sind. Die können das doch ruhig hochschrauben, denn wenn man einmal ein paar Meter läuft, dann hat die 10 Geschenke voll und du musst es erstmal wieder eine halbe Stunde verteilen. Das ist richtig assi. Deswegen schraubt das doch mal bitte hoch, dass man 20 Geschenke, 30 Geschenke, unendlich Geschenke haben kann. Das wäre noch eine coole Sache. Der Linke Networks hat mich eingeladen. Er war nämlich die ganze Zeit im Urlaub auf Spanien. In Spanien, wie auch immer, hat jetzt da eine X-Raid-Einladung bekommen für heute, den 7. November und hat mir da eine Einladung geschickt, dass ich da natürlich mitmachen kann. Ist natürlich auch nur Spaß, weil weder er noch ich sind jetzt da dort.
Aber kann man ja mal machen, weil man macht ja eh nichts mit dem Pass. Und bevor die Einladung verfällt, lädt man halt mal jemanden ein, dann passt das auch. Dann ging die Zeit los mit den schillernden Punita, schillernden Tragosso und der Brian, der hat sich gleich richtig gegönnt, als es um 22 Uhr losging abends, ist er gleich losgezogen, hat schon ein Punita bekommen, hat das gleich entwickelt, hat einen Galoppa draus gemacht, das seht ihr auch gleich den Unterschied. Der Lukas wieder mal, der alte Fuchs, hat dann abends auch noch ein 100% Punita bekommen. Das saß dann wieder mitten auf dem Markt, einfach so vor all den Leuten. Keiner hat es gemerkt. Habe ich natürlich nicht mitbekommen, leider. Das hätte mir nämlich noch gefehlt in meiner 100er-Sammlung. Aber auch cool mit dem Event, dass da gleich ein 100er mit eingeht, daherkommt. Dann, wie berichtet natürlich, gibt es jetzt auch Alola Knogga als Shiny aus dem Raid. Dadurch, dass es jetzt Dragosso und Knogga als Shiny gibt, könnt ihr also auch Alola Knogga Shiny bekommen. Deshalb jagt mal die 4er Raids, nicht die 3er, die 4er Raids. Da musste ich mich auch nochmal korrigieren letztens. Ein Bild vom Bockwurst King, der gesagt hat, es gibt Lavados doch. Denn wie ihr seht, die Wolke sieht einfach genauso aus wie ein Lavados. Das sieht richtig genial aus, das Bild. Deswegen habe ich das auch mal mit reingenommen. Das fand ich auch cool. Und ihr seht ja nochmal, wie es so ausgesehen hat bei uns ungefähr auf dem Markt. Ich meine, bei euch ist das bestimmt auch genauso gewesen, aber das ging schon ab. Überall Dragosso, überall Punita. Gibt es bestimmt noch viel krassere Sachen, krassere Bilder, aber war ein ungewöhnlicher Anblick. Das mit dem Pins hier, das nehmen wir auch nochmal mit rein. Das ist ja dann leider beendet gewesen. Da gab es dann eigentlich gar keine mehr, die rumgesessen haben. Aber wie ihr seht, es gab wirklich Leute, die haben da dreimal hintereinander direkt Shiny Pins hier bekommen. Andere sind da leer ausgegangen, die haben gar nichts bekommen. Und da möchte ich mal den Benjamin Herzog Mohlberg erwähnen, denn der hat da schon 10 Stück bekommen gehabt und einfach gesammelt. Wo ich selber auch nur ein einziges bekommen habe, ein einziges, und andere haben vielleicht 2 oder 3 bekommen. Er geht gleich mit 10 Stück hierher. Da könnt ihr mal sehen, das Beste mit 1800. Also Glückwunsch dahingehend. Jetzt haben wir noch ein Bild, was ich auch lustig fand, aus dem Internet natürlich. Du bist 6,4 Kilometer gelaufen, hast 105 Schritte gemacht, das Resultat davon, ein Schritt wäre also 61 Meter lang, das muss man sich vorstellen, eine Schrittlänge von 61 Meter, Godzilla sage ich dann nur, aber wer ist schon Godzilla? Auf jeden Fall ergibt das alles wieder keinen Sinn, aber das ist natürlich noch am Anfang, dieses Feature, und das wird natürlich irgendwie alles noch gefixt, dass das genauer hinhaut, genauer passt, muss auch nicht passen, wie auch immer, sieht man auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt ein Anruf und wir melden uns gleich natürlich zurück mit dem Schocker der Woche. Und den seht ihr hier, ein 100% Shiny Pinsir auf Level 28. Und wenn das meins wäre, ich hätte das sofort gemaxt, ich hätte das so gemaxt, das wäre über das Maximum hinaus, weil Pinsir ist schon ein richtig cooles Pokémon, da würde ich schon alleine ein 100er maxen, aber ein 100% Shiny Pinsir, das ist einfach, da kriege ich Appetit, sage ich euch, und das Ganze kam natürlich vom Tim Stiemert, deswegen Props an ihn, Grüße gehen raus, Tim Stiemert mit seinem 100% Shiny Pinsir. Das war's aber für diese Woche. Wir sehen uns bei Folge 3, Raid am Mittwoch, wenn wir wieder Sachen sammeln, Screenshots sammeln, lustige Sachen, Shinies, 100er, irgendwelche Bilder. Und ja, deswegen viel Spaß noch, jetzt läuft ja das Doppelstaub-Event und fangt euch dieses kleine komische neue Etwas. Bla bla bla, weiß ich gerade nicht, wie es heißt, ist egal. Wisst ja alle, was gemeint ist, deswegen Peace out, Vorhaut, euer Ramses.